So, moin moin Leute, mich hat eine mysteriöse Pfeife von Wish erreicht. Ihr seht schon komische chinesische Schriftzeichen. Ich würde sagen, wir packen das Teil mal aus und gucken, was das kann und ob es 50 Euro wert ist. Ja, ich würde sagen, wir packen das Ding zuerst mal aus hier und gucken mal, was da drin ist. Hier oben sehen wir schon mal, zeige ich euch gleich. Also auf jeden Fall schon mal sicher eingepackt das Ganze, ja, das kann man sagen. Also wir sehen einen wunderschönen Karton, auf dem oben steht Hookah. Auf der Vorderseite Hookah, auf dieser Seite Hookah und ein Bild. Aber wenn das die ist, die da drauf ist... Holla die Waldfee. Nochmal Hookah Notes. Schauen wir mal, was da drauf steht. Highly recommended to wash. Brush the inside. Wash the glass. Discard water after each use. Okay, bla bla bla. Alles, was wir eh schon wissen und eh immer so machen. Wir machen das Teil mal auf und schauen mal, was drin ist. Okay, als erstes haben wir hier einen nochmals eingeschweißten Silikonkopf. Machen wir mal auf. Boah. Also vom Geruch her, Leute, sehr, sehr ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Ding hier rauchen möchte. Fühlt sich ganz nice an, hat hier so ganz viele Kammern vom Design her. Also eigentlich ganz cool, aber naja, schauen wir mal. So, was haben wir hier? Ein Schliffanschluss, so wie es aussieht, aus Alu. Sehr, sehr leicht auf jeden Fall. Also wirklich ultra leicht. Ich würde sogar fast sagen, vielleicht das 3D gedrucktes Plastik oder so. Schmutzkioskzange. Kann weg. Und hier haben wir ein Tauchrohr inklusive Kopfadapter, also wie es aussieht. Packen wir auch mal beiseite. Das ist wahrscheinlich das Mundstück. Guckt euch mal dieses Mundstück in meiner Hand an. Das Mundstück in meiner Hand. Auf jeden Fall winzig. Hier haben wir den Schlauch, den werde ich wahrscheinlich auch nicht benutzen. Der klebt einfach schon an den Seiten fest wie sonst was. So ein, wenn man den Geruchstest. Boah, Alter, nee, den rauchen wir nicht. Der kommt direkt weg. Der riecht wie Schmutz. So, hier haben wir einen natürlich originalen Kalaut. Grüße gehen raus an die Chinesen. Aber ja, ist auch noch eine Smokebox drin, die, ja, auf jeden Fall, weiß ich nicht, das mit den Noppen sieht sehr, sehr billig aus. Aber immerhin Noppen innen drin, also sollten schon mal die Kohlen nicht ausgehen. Weiß ich nicht, Leute, ne? Kalaut ist da sehr hinterher, dass man nur Originale benutzt. Deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall, kauft euch den Originalen, nehmt nicht diese billigen Raubkopien oder wie man das sagen soll. Also ja, ist einer dabei, wie gut er ist, weiß ich nicht. Ja, mal testen. So, wir kommen zum Herzstück der Shisha und zwar diesem Stück Plastik. Ja, ein Stück Plastik. Das relativ, naja, es geht so. Es geht einigermaßen stabil so. Und diesen Teil hier, was die Bowl ist. Was wir hier oben auch nehmen können. Und das ist tatsächlich auch einfach Plastik und das hier reingeschraubt, aber sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich, oder? Also ich finde es eigentlich ganz nice. Es sieht jetzt nicht so scheiße aus. Also man darf ja auch nicht vergessen, es ist 50 Euro und dafür bekommt ihr hier diese Plastik-Shisha, aber auch noch dieses Tauchrohr. Oh nice, das sitzt dann da unten drin, dann müssen wir nur unten Wasser reinmachen. Das könnte eigentlich ganz nice sein. So, dann diesen Kopf, aber ich glaube, wir packen da einen von uns drauf und ja, man hätte auch noch den Lotus hier, der da eigentlich auch ganz nice drauf passt und den Schlauch, aber auch beim Schlauch würde ich sagen, nehmen wir einen eigenen, sonst habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen so, man muss den Krebs ja nicht noch rausfordern so, ne. Aber ja, ich würde sagen, wir machen da mal Wasser rein und hauen das Ding an und bauen einen gescheiten Kopf, nicht hier diesen Schmutz-Silikonkopf da, der kann weg. Hoppala. Und ja, ob ich den benutze, weiß ich auch noch nicht. Oh, übrigens sehr, sehr scharfkantig hier. Also,
gerade als ich reingepackt habe, habe ich es gemerkt. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal einen Kopf, wir packen da mal einen gescheiten Kopf drauf und machen Wasser rein und dann schauen wir mal, wie das Ding raucht, oder? So Leute, zwischendrin sei nochmal gesagt, nur ein Drittel der Leute, die diese Videos gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr den Channel ein bisschen unterstützen wollt und mir eine große Freude machen wollt und uns auf dem Weg zu den 100.000 Abos helfen wollt, lasst sehr, sehr gerne noch ein Abo da. Als erstes aber Leute, einmal ordentlich Wasser rein. Erstmal gucken wir, ob es überhaupt dicht ist, würde ich sagen. Aber bis jetzt läuft unten auf jeden Fall nichts raus. Dann einmal ordentlich schütteln. Den Schlauchanschluss legen wir mal weg. Okay Leute, ich habe schon mal ein Riesenproblem hier beim Saubermachen. Dieser Plömpel in der Mitte, ja, also dieses Ding da, das hat so eine leichte Erhöhung. Das heißt, ich kann das Ding nicht einfach gerade halten und das Wasser läuft raus. Ich muss versuchen, das hier drüben über den Schlauchanschluss oder hier drüben über das Entlüftungsventil zu machen. Aber man kriegt einfach nicht alles Wasser raus, außer man schüttelt die ganze Zeit wie so ein Vollspast die Bowl hier durch die Gegend. Und selbst dann seht ihr es. Da ist immer noch Wasser drin. Ich krieg es nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Leute, nächste kleine Challenge ist die Frage, wie viel Wasser macht man da rein? Weil eigentlich knapp übers Tauchrohr. Aber ich hatte die Idee, dass ich genau bis zu dieser Kante hier Wasser mache, sodass das dann hier rüber blubbert, wenn ich ziehe und dann wieder reinläuft. Das heißt, ich probiere es mal mit dem Wasserstand. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Widerstand, aber ich habe eben mal hier dran gezogen. Und es ging auf jeden Fall. Also man kann es machen. Das ist natürlich ein bisschen schwerer, aber mal schauen. Wir hauen da jetzt erstmal X-Shisha rein, würde ich sagen, damit das Ganze auch richtig killer aussieht. So Leute, um da jetzt X-Shisha reinzumachen, müssen wir erstmal das Tauchrohr wieder entfernen. Wir nehmen Candy Color Blue von X-Shisha und machen da einfach mal ein paar ordentliche Tropfen rein, würde ich sagen. So. Ist jetzt ordentlich was, man könnte wahrscheinlich auch ein bisschen weniger nehmen, aber ich habe ja Bock auf einen geilen Effekt. Und ich finde, das sieht auch schon nice aus, oder? Also irgendwie ist das auch kacke, weil wenn wir jetzt hier hingucken, die steht ein bisschen schief und dann läuft immer Wasser nach hier vorne, anstatt dass das Wasser wieder da reinläuft. Also irgendwie geht mein Plan nicht so ganz auf, würde ich sagen. Wenn ich das gerade halte, es läuft halt trotzdem einfach nicht in die Mitte. Naja. Es ist halt ein 50-Euro-Wischding, ne? Vielleicht sollte ich nicht so viel erwarten. So, wir machen wieder das Tauchrohr drauf. Jetzt seht ihr auch gar nicht, wie viel zu viel Wasser ich genommen habe. Doch, man sieht es ein bisschen, ne? Okay, man sieht es doch. Okay, dann nehmen wir natürlich auch einen blauen Kopf, den Oblaco Killer. Und ich würde sagen, ich hole noch einen Tabak und dann bauen wir erstmal ein Köpfchen. Okay, Leute, Kohle geht an. Übrigens, was der Regie gerade noch aufgefallen ist, mit dem mitgelieferten Mundstück hier kann man hier hinten das Mundstück dann einfach reinhängen. Da wir uns aber entschieden haben, dass dieses Mundstück Schmutz ist und wir lieber einen normalen Schlauch nehmen wollen, machen wir hier jetzt einfach das Endstück dran und können dann den Schlauch hier reinpacken. So, dann haben wir schon mal einen gescheiten Schlauch an der Pfeife. Das ist schon mal Schritt 1. Schritt 2 ist hier ein gescheiter Kopf. Wir holen eine Dichtung und dann können wir da auch so einen schönen blauen Oblaco draufpacken. Das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich geiler aus als dieser Schmutz-Silikonkopf. Den müssen wir jetzt auch einfach nur noch kurz bauen. Wir nehmen uns also unseren Lieblingstabak, den Holster Grand Mint, und bauen da einfach nochmal, ja, Rippschlauch. Und bauen uns da einfach nochmal schnell ein Köpfchen mit. Übrigens wird das, glaube ich, sogar fast das letzte Köpfchen dieser Dose hier werden. Ne, locker flockig vorholen, locker flockig reinschmeißen. Ich glaube, ich brauche tatsächlich schon die Gabelseite hier. Locker flockig rein. Das sollte reichen. Was ich dann mache, ist das hier einfach so ein bisschen verteilen. Ich rauche den trotzdem gerne auf Kontakt. Locker flockig verteilen. Der liegt jetzt wirklich ganz, ganz locker drin, der Tabak. Und was ich bei dem Killer Bowl Oblaco dann trotzdem ganz gerne mache, ist mir die Löcher ein bisschen frei. Sprich, hier in der Mitte weiß ich ja sicher, dass eins ist. So. Und dann muss ich gucken. Okay, hier ist eins, dann mache ich hier ein bisschen frei, dann weiß ich, gegenüberliegend ist eins, hier ist eins und hier ist noch eins, dann mache ich die so ein kleines bisschen frei. Sieht jetzt relativ ungenau aus, auch so von der Tabakverteilung, aber Leute, glaubt mir, das funktioniert schon so, ja. Es muss nicht immer ein Instagram-fähiger Kopf sein, sage ich mal. Man kann auch einfach mal fix ein Köpfchen bauen, weil wie lange war das jetzt? Eine Minute oder so? Und ich habe es euch sogar noch gezeigt, wie ich es mache.
Dann packen wir mal den Kopf hier drauf. Versuchen wir unseren Schlauch wieder dran zu packen. Weil eigentlich muss das ja halten. Das war ja der mitgelieferte Adapter hier. So. Und dann eigentlich nur noch ein Lotus drauf. Kohle rein und gib ihm. So Leute, Kohle ist gut. Wir packen den Lotus 1 Plus oben drauf. Und zum Anrauchen 2 Kohlen rein. Das sind übrigens die Tom Gold C26 Kohlen, weil das ja auch immer wieder Leute fragen. Und eine noch auf Kipp und dann nehmen wir mal den ersten Zug, würde ich sagen. Jetzt wird natürlich noch nichts kommen, ne? Smokebox muss erstmal heiß werden. Man kennt das ja, aber nur damit wir schon mal sehen, wie das mit dem Wasser und dem Durchzug und so ist. Also entlüften geht. Und wir ziehen mal. Geschmack merke ich in der Tat nichts. Also der Schlauch ist ja auch schon von mir. Aber trotzdem hätte man ja sagen können, dass ich irgendwie was schmecke. Ist halt schade irgendwie, dass sich hier vorne diese Pfütze sammelt. Also eigentlich hätte ich das lieber, dass das gerade steht, aber ja, durch das Gewicht, schade. Schade auf jeden Fall. Aber Durchzug geht klar. Also lässt sich schön ziehen, obwohl ich ja jetzt doch deutlich zu viel Wasser genommen habe. Ist es okay. Ich würde sagen, ich rauche mal an und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Pfeife läuft. Also Leute, was auf jeden Fall schon mal zum Totlachen ist, ist dieses Entlüftungsventil, das einfach in alle Richtungen ballert. Gönnt euch mal. Ist das behindert, ey. Aber so von den Geräuschen her und so finde ich es eigentlich ganz nice. Also es klingt sehr brutal beim Ziehen. Lässt sich aber nach dem ersten Anzug, also Anzug ist nicht so geil, klar, wir haben sehr viel Wasser drin, aber Durchzug ist ziemlich nice. Und mit Oblaco, Geschmack, Rauch, alles tipptopp, zeige ich euch ja gleich nochmal. Ne? Was mir allerdings ein bisschen Sorge bereitet, ist, wie der Oblaco hier oben drauf rumwackelt, vor allem wenn man dran zieht, Leute. Also wenn man da Kohle auf Kipp hat, die nicht so stabil da oben drauf liegt, ne? Boah, da wäre ich echt vorsichtig. Aber ansonsten, erster Eindruck, soweit eigentlich ganz nice. So Leute, Pfeife läuft, man muss manchmal gucken, dass der Schlauch nicht abkippt und so, aber ansonsten, ich nehme mal ein paar Züge, könnt euch die Rauchentwicklung angucken, aber Leute, ihr wisst Bescheid, Rauchentwicklung, es kommt nicht auf die Pfeife an. Solange die Pfeife dicht ist, ist das scheißegal, euer Kopf und euer Hitzemanagement, das muss on point sein, dann kann jede Pfeife gut rauchen. Und ihr seht's? Auf jeden Fall dicke Wolken aus der 50 Euro Wish Shisha. Und ich finde, gerade mit so ein bisschen X Shisha drin und so, sieht die echt nicht so kacke aus. Also Regie hat auch schon gesagt, ihr gefällt sie auch gut. Ich finde sie auf jeden Fall witzig. Für 50 Euro eigentlich gar nicht so beschissen, ne? Das Entlüften ist halt maximal behindert, dass das in alle Richtungen hin und her ballert. Aber ansonsten eigentlich ganz witzig das Teil. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit Angst, dass diese eine Kohle hier oben runterfällt oder so. Aber ansonsten, man kann sie rauchen, ja. Was soll ich da noch groß zu sagen? Dass das Wasser nicht komplett zurück ins Loch läuft, das ist ein bisschen schade. Vielleicht kann man hier einfach noch ein paar Streifen Panzertape oder sowas drunter machen, sodass das Ganze dann angenehm hält. Aber ansonsten, Leute, sieht witzig aus, man hat einen brutalen Durchzug, funktioniert so. Also für 50 Euro auf jeden Fall okay. Und wir mussten auch echt nicht so lange drauf warten. Ich glaube 10 Tage oder 14 Tage oder so, dann war das Ganze schon da. Was finde ich für Wish schon echt nice ist. Also ich habe da schon oft 3 oder 4 Wochen auf Sachen gewartet. Also brutal. Ich bin zufrieden so. Was soll ich sagen? 50 Euro Pfeife, sieht ganz witzig aus, ist ganz nice. Natürlich keine krasse Verarbeitung, keine krassen Feature, aber funktioniert. Ja Leute, wenn euch so Videos gefallen haben und wir mehr Wish-Scheiß probieren sollen und bestellen sollen und gucken sollen, ob das taugt, lasst gerne einen Daumen nach oben und vor allem einen Kommentar unten da und ansonsten natürlich wie immer noch ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und in denen sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.